Moinsen, liebe Zocker, was geht? Hier ist der Agri, der Agri-Agri, der agrige Aggressor ist am Start. Und wir spielen ja ein 3 vs. 3 auf der Karte Nest der Königin. Naja, wollen wir das Nest mal ordentlich ausräuchern von den bösen Zerg-Königinnen hier. Wir spielen hier gegen Anox und gegen First Blood und gegen Dark Lama. Das dunkle Lama spuckt uns mit ekelhaften säurehaltigen Spuckzeug an. Ne? Vielleicht hat ja mal so ein Mentholbonbon gelutscht, das Lama. Dann stinkt das nicht so ekelhaft. Das wäre ja sehr schön, dass das Lama doch mal machen würde. So, und ich werde jetzt mal. Boah, Rieperasch. Wieder mal machen. Ist immer ein Traum. Macht immer viel Spaß. Ah, ich glaube Wall. Obwohl Wall sollte ich vielleicht trotzdem machen. Jo. Obwohl, nö. Kein Bock. Kein Bock auf Wall. So, und dann holen wir uns doch gleich auch mal schon mal das erste Gast dazu. Weil die Reaper ja sehr teuer sind. Ich werde die ja heute mal jetzt nicht so mal Standard Reaper raushauen, sondern mit Reaktor angeschlossen an zwei Kasernen. Damit ich dann gleichzeitig immer vier bauen kann. Also pro Kaserne kann ich dann ja direkt zwei bauen. Schon ganz cool. Also maximal 5 oder 6 Minuten Go mit 10 Reapern. Das ohne schon. Ich hoffe, ich krieg's so früh auch hin. So, erstmal Kaserne holen. Ab ins Gas mit euch. Gleich natürlich auch das zweite Gas hinterher bauen. So, und jetzt holen wir uns das. Holen wir uns erst noch die zweite Kaserne. So, zweite Kaserne dazu. Ploppen wir mal dahin. Und jetzt kommt das Gas. Zap. Ein Träumchen. So. Und jetzt warten wir erstmal ein bisschen. Sparen wir mal ein paar Mineralien. Denn wir wollen ja jetzt hier gleich den Reaktor anschließen. So, und jetzt hauen wir uns erstmal hier die Satellitenzentrale. Och Mann. Nee, nee. Das ist schon so in Ordnung, dass Pause ist. Sonst ist das gemein. Ungerecht! Ungerecht wäre das, ja. Und das wollen wir ja nicht. So. Auch nochmal ein Reaktor angeschlossen. Und jetzt müssen wir erstmal diese kleine Drohne verkloppen. Ob die da nicht durchkommt. Jetzt werden die erst die ersten beiden Reaper hier gebaut. Wäre ja ganz schön. So. Nächster Reaper läuft. Gas auch erstmal noch wieder bauen. Die Pöchen ist auch fertig. Schön, schön. Und die nächsten in Produktion schicken. Das ist auch mega teuer vom Gas her. Stoße ich echt an meine Gasgrenzen. Komm schon, gib mir 50. Ah, ich sollte jetzt gleich nochmal nächstes Depot bauen. Das baue ich auch mal vorne, glaube ich. Ich auch gleich dann eventuell noch zumachen kann. Wenn es drauf ankommt.
So. So, das ist hier fertig gleich. So, auf die beiden warten wir noch und dann gucken wir doch mal das erste Mal. So, und dann machen wir noch mal eins hin und jetzt gucken wir doch mal, ne? Ich sage, oh, den einen warten wir hier noch ab. 9 Stück. Na, ist der 10. ja auch gleich fertig. Dann warten wir noch am 10. Und machen wir schon mal einen Sammelpunkt dran. Kann auch hinterherkommen noch. Na, guck mal her. Ah, legen wir den Sammelpunkt hier erstmal hin. Und Jumpy! Jumpy, das alte Känguru. Oh, hat er da diese Photonüberladung genutzt. Oh, hauawa. Na klar, jeder kennt Spider-Schwein. Spider-Schwein, Spider-Schwein. Was auch immer ein Spider-Schwein macht. So, und stampf mal hier dann nochmal rein. Ah, schön, da kann ich noch ein bisschen Eco abgreifen. Was macht denn da seine Eco überhaupt? Na, ah, geh mal da oben nochmal hoch. Na, ist mir da runter. Müssen die Echse hier noch wieder wegkloppen. Oh, da heizt man direkt durch die Base. So, dann gehen wir hier oben erst wieder rein. Kriegen wir so ein bisschen mit. Oh, das sieht gut aus. So, schön. Schon. Und rauf da. Ja, da heizt man doch wunderschön durch. Schön. Ja, und die Queen nehmen wir uns auch noch mit. So, auch noch weg. Jetzt holen wir uns die auch noch hier. So, und da hat er auch noch eine. Ach, wunderschön. Und da haben wir ja noch nicht irgendwo eine Echse. Da ist doch eine Echse. Das war eine fiese Sache, ne, die wir hier betreiben. Na. Was hat der hier noch drin? Ich wirklich einen verloren, das geht aber gar nicht. Da hier auch noch eine Echse. Ja, aber das war erstmal weg hier. Muss auch nochmal weghauen. Oh, das ist natürlich übel hier. So viele Sunkens. Das geht aber noch nicht. Das kann er nicht durchbringen, sowas. Deswegen muss man die jetzt hier schnell mal wegkloppen. Ja, die holen wir jetzt auch noch mal kurz. Oh, schön.
Die beide dann. So, wenn schon, denn schon. So, gibt's hier überhaupt noch irgendwas zum Wegräubern? Hm. Nö, nichts mehr da, ne? Schade. Ah, er hat bestimmt sich doch hier wieder. Na, komm schon, weg da. Oh. Die Wurst. Auch wieder draufgegangen. Schade. Joa. Sieht gut aus. Diese Reaper, die machen aber auch Spaß, ne? Ist ja echt ein Traum. Oh, mal ein paar Pünktchen holen. Zap, zap. Monsterkill. Ein bisschen Gas kurz holen. Hier auch noch eine Echse. Kann man ja mal probieren. Na, guck mal her. Oh, das sind natürlich einige. Ist nur noch einer übergeblieben. Und rein in die Partybude. So, schön drauf. Den Reapern. Ich habe einiges drauf hier. Aber von nichts kommt ja nichts, ne? Obwohl, der hat ja gut. Ne, ich hol jetzt erstmal wieder ab hier. Muss man seitlich wieder reinziehen. Gehen wir natürlich auch nochmal zur Hilfe. Und hauen wir erstmal hier Pylonen noch weg. So, den ist auch nochmal. So, dann hat er schon mal keine Versorgung mehr. So, und da haben wir nochmal ein bisschen Eco, die wir auch nochmal wegkloppen können. Sehr funny. Funny frisch. Was Leckeres gekocht haben wir hier. Zerkling und Protosuppe. Mmh. Mit Funny frisch was Leckeres zaubern. Hä? Knorr. Ja, nee, das ist ja... Ist funny? Nee, funny ist funny, glaube ich, ne? Ja, keine Ahnung. Ja, ich hoffe, euch gefällt dieser kleine Reaper-Rush hier. Reaper-Rushi. Ich fand's richtig knorr, hat richtig viel Bock gemacht. Also, viel Spaß beim Zocken wünsche ich euch. Euer Aggressor. Haut rein.